Ich war lange in Berlin, ich war in der Friedensbewegung seiner Zeit gegen Afghanistan und Irak. Wir hatten damals schon die Analyse, dass es um Öl bzw. Ölpipelines ging und haben Aufklärung gemacht als kein Blut für Öl. Aber ich wollte einen etwas anderen Anfang wählen. Wir sind alle, haben gemeinsame Vorfahren, das sind die Affen. Und die Affen haben eine Fähigkeit, sie können Muster erkennen, was wir natürlich auch können. Wir sind, gehören ja zur Familie der Affen, der Großen. Und wenn wir so Phänomene haben, wie das, was heute in Palästina / Israel passiert, wenn wir uns angucken, was vor dem Dritten Reich passierte, wie Hitler drankam, dann können wir Muster erkennen. Wenn ich ein Affe bin oder ein anderes Tier und ich erkenne ein Raubtier, dann hat dieses Raubtier ein Muster. Ich kann mich auf diese Muster konzentrieren. Das wird mir aber nicht beim Überleben helfen. Ich muss die Umrisse erkennen. Das größere Bild, ich muss gucken und erkennen, da ist ein Räuber, der dahinter steht, der sich tarnt durch ein Muster, durch eine Ideologie. Wenn wir zurückgucken in die 30er Jahre, da wird uns suggeriert, der Hitler, der wäre 1933 mit dem UFO gelandet, dann sind ganz viele schlimme Sachen passiert und 1945 waren die Nazis alle wieder verschwunden. Das ist natürlich nicht so. Wichtig ist, es gab Leute, und ich nenne einfach mal einen Namen, das ist Herrn Stinnes, Hugo Stinnes gewesen. Das war Thyssen, das waren, Mittelalter hätte man gesagt Könige oder Kaiser. Das heißt also, mal ein Vergleich aus den USA, da gab es den Rockefeller, der hat 99,98% des Ölmarktes unter Kontrolle gebracht. Er wurde die Würgeschlange genannt, 1905 wurde es zerschlagen. Anders gesagt, schon 1900 rum hatten wir eine Geldaristokratie mit extremst mächtigen Männern. Und wenn diese Herren einer Meinung waren, und sie es gab zu treffen, 1928 ab dieser Zeit, da gab es ein Treffen, das nannte sich Rheinischer Industrieclub. Da haben sich diese Leute getroffen. Und es gab jetzt es hat die Russische Revolution gegeben, da hat der Stinnes eine Umlage gemacht und hat also alle rechten Studentenschaften finanziert und so weiter. Später hat er die Nazis finanziert. Schon Thyssen hatte Kontakte ab 28, ab 5. Februar 1930. Ist auf jede Tonne Kohle sind 7 Cent an die NSDAP gegangen. Das heißt, es gab Leute, die wollten Krieg und die suchten ein Werkzeug, das brutal genug war, den Widerstand der Zivilbevölkerung, die damals sehr stark in der kommunistischen Partei und der Sozialdemokratie organisiert war, zu brechen. Wenn wir uns heute die Palästina-Krise angucken, dann ist Israel, Palästina, das ist ja nicht irgendwo. Das ist der Wachhund in der ölreichsten Region überhaupt. Es wird finanziert aus den USA, jenem Land, das mit ExxonMobil 2 wiedervereinigte Teile hatte vom 1905 zerschlagenen Standard Oil. Wladimir Ilyich Lenin hat seinerzeit eine Schrift produziert, die hieß Imperialismus als höchste Stufe des Kapitalismus.
klingt furchtbar ideologisch, heißt so viel, also Imperialismus Feldherrentum, also Krieg als höchster Ausdruck des entwickelten Kapitalismus. Das ist, was wir haben. Und es wurde sehr viel jetzt über die Geschichte von Israel erzählt. Ich habe auch ein bisschen gegraben. Und es gibt, was viele nicht wissen, eine Akte, das ist die Akte Five Polkes. Das ist 1937 machte der Chef der Haganah, also Herr Five Polkes, eine Europatour. Und er wollte dann eigentlich nach Paris im Rahmen dieser Tour. Er ist eingeladen worden von den Nazis aus Berlin, hat sich mit denen getroffen. Und ab 1937 hat die Haganah für das Deutsche Reich spioniert. Ich mache wieder einen kleinen Hüpfer zu Albert Einstein. Albert Einstein schrieb 1948 einen Brief an die Editoren der New York Times, also sprich zur Veröffentlichung in der New York Times, wo er davor warnte, dass Israel ein faschistischer Staat wird. Jetzt ist der Zionismus nicht homogen. Es gibt in jeder Gesellschaft verschiedene Strömungen. Es gibt rechte Strömungen, es gibt linke Strömungen. Das Problem ist, dass wir es in Israel momentan mit einer rechtsextremen Strömung zu tun haben, die zurückgeht auf Herrn Zev Jabotinsky. Jabotinsky war der Chef der Zionisten-Revisionisten. Das sind die Leute, die Einstein als Faschisten bezeichnete innerhalb der zionistischen Strömung. Die haben sich bei Mussolini ausbilden lassen. Es gab dann, das ging bis 1936. 1936 gab es den anarchistischen Aufstand in Spanien. Die Nazi-Deutschland hat bombardiert. Mussolini, der vorher eigentlich so Faschismus als eine rein italienische Sache ansah, wollte sich mit Hitler verbünden. Er hat deshalb die Zionisten rausgeschmissen, weil das ja auch Juden waren, jedenfalls sei das so. Okay, also aus diesem faschistoiden, wie man es will, Jabotinsky-Strömung ist eine Terrororganisation hervorgegangen, das war die Irgun. Die hat ein friedliches Dorf, das zwischen Jerusalem und Tel Aviv war, da ein Massaker gemacht mit etwa 250 Toten. Frauen, Kinder, Männer, alle ermordet. Das war ein friedliches Dorf, was also sich auch geweigert hat, am arabischen Widerstand teilzunehmen und also Widerstandszellen immer des Dorfes verwiesen hat. Ja. Aber dieses Dorf lag zwischen Tel Aviv und Jerusalem und war strategisch diesen zionistischen Rassisten der Igun im Weg. Aus der Igun ging der Herut hervor und aus dem Herut mit anderen Rechten gab es ein Bündnis mit anderen rechten Organisationen, das wurde dann der Likud. Der Herut war von Begin seiner Zeit, das wurde auch explizit erwähnt von Einstein in dem Brief. Also wir haben es im heutigen Israel mit einem Phänomen zu tun, dass, wenn man böse ist, ich nenne sie Zionazis, da kann man jetzt mir ganz böse kommen, aber ich bin der Ansicht, ja, ich bin der Ansicht, dass die Zwei-Staaten-Lösung eine Illusion ist. Ich bin der Ansicht, dass BDS, also Boykott, Diversion, Sanction, dazu führen muss, dass dort die Wirtschaft am Boden liegt, dass das Volk einen Aufstand macht gegen ihre rechtsextreme Führung, dass es so etwas gibt wie nach 1945 die Entnazifizierung,
und dass es dann einen gemeinsamen Staat gibt, wo Menschen aller drei Religionen oder sonstiger, sei es Juden, sei es Christen, sei es Moslems, friedlich zusammenleben können, ohne und dass eine rassistische Strömung, wie wir sie momentan im Zionismus haben, ähnlich außen vor steht wie Nazis heute in Deutschland. Danke.